Ist so ein Schwein. Immer draufhalten. Okay. Ist es schlimm, Captain? Ganz ruhig. Rang Captain. Erkennungsnummer 88 76 30 25. Alter 34. Größe 1,88 Meter. Gewicht 185 Pfund. Schlank, muskulös. Haarfarbe hellbraun bis blond. Farbe der Augen grün. Familienstand ledig. Geburtsdatum 6. April 1935. Geburtsort Rom, Italien. Eingewandert in die Vereinigten Staaten am 18. Juli 1962. Beruf graduierter Kriminalpsychologe. Eintritt in die Armee am 4. Januar 1968. Kriegseinsätze Vietnam unter erschwerten Bedingungen. Beurteilung erstklassig. Auszeichnungen Purple Heart und Ehrenmedaillen. Allgemeine Bemerkungen: ein hervorragender Soldat. Anmerkung: unbekannt sind die Gründe, weshalb er 1968 in die Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika eingetreten ist. Thank you.
Henry. Ja, ich bin hier in einer Disco. Hier wird wild getanzt. Wir sind hier eine Clique. Dufte Jungs, verstehst du? Ich würde ja gerne hinkommen, aber ich weiß nicht, wie ich das Cat finden soll. Das weiß ich. Vielleicht klappt es, okay? Ist das weit? Nur ein paar Minuten. Ich wohne dort in der Nähe. Wirklich nett von Ihnen. Hoffentlich bereite ich Ihnen damit keine Umstände. Sehr nett. Auf, weil sie glauben machte, sie telefoniere von einer Disco aus. Sie war süß. Ich würde den Mann sofort wiedererkennen, der ihr anbot, sie zu fahren. Er hatte einen Wagen. Ich habe etwas vergessen. Hey, Onkel Herbert. Ciao, gute Nacht. Wer ist da? Ich habe meine Zigaretten vergessen. Sie sind oben im Studio. Hast du deine Zigaretten? Sicher, Liebes. Bis später. Ich würde gern schlafen gehen. Wünschen Sie noch etwas, gnädige Frau? Nein, danke. Geh nur. Gute Nacht, gnädige Frau. Nichts. Geh jetzt. Thank you.
Ich erkenne sie. Sicher kenne ich sie. Ich erinnere mich nur nicht, woher. Strengen Sie bitte Ihr Gedächtnis an, Dr. Lintag. Uns kann schon eine kleine Spur eine große Hilfe sein. Gib mir einen Anhaltspunkt. Ihr habt mich doch schon 100 Mal aufgesucht, wegen psychologischer Beratungen über die Natur gewisser Verbrechen. Ich wäre sehr froh, euch helfen zu können, damit ihr endlich vorankommt. Ah, ja, er ist es. Ja, er ist es ganz sicher. Ich erkenne ihn genau wieder. Er hat sie mit so gewissen Blicken angeschaut. Ja, er ist es ganz sicher. Ich? Was? Dr. Lintag, der Herr versichert, dass genau am Tage des Verbrechens Sie in Begleitung des Opfers waren, als Sie die Bar verließen. Ah ja, das ist wahr. Jetzt erinnere ich mich sehr gut. Das Mädchen am Telefon nahm mich mit bis zum Cat, weil ich in der Nähe wohne. Bitte? Ich komme erst morgen früh heim. Eine intensive Untersuchung, weil ich das Mädchen kannte. Das am Meer ermordet wurde? Ja, das am Meer ermordet wurde. Gut, dann werde ich auf dich warten. Ich warte auf dich. Greift mich an. Präzisieren Sie die Zone, Fräulein. Wo ist es gewesen? Ich kenne mich hier nicht gut aus, aber er ist auf der Straße am See. Ruf doch schnell die Polizei. Er kommt näher. Helft mir doch. Tut doch was. Ich habe Angst. Tut doch etwas. Jetzt ist er da. Bleiben Sie in der Leitung. Ruf die Polizei an. Sie soll den Standort der Zelle ausmachen. Furchtbar. Wann kommt denn jemand? Ich kann mich doch nicht wehren. Wann? Nein, er drückt jetzt. Nein, wann kommt die Polizei? Er drückt die Tür auf. Hilfe! Versuchen Sie ihn zu erschrecken, Fräulein. Versuchen Sie ihn zu erschrecken. Schreien Sie, gleich kommt die Polizei. Nein! Hallo, antworten Sie, Fräulein! Na,
antworten Sie doch! Die Polizei konnte endlich das Telefon orten. Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Eigenartig. Es scheint nach einer Art zu sein, eine Art, die die Natur oder eine absurde Krankheit in das Hirn menschlicher Wesen gesteckt hat. Alle vier waren ganz in der Nähe des Verbrechens. Alle vier haben sich dort ohne triftigen Grund aufgehalten. Alle vier ohne Papiere. Ich habe es Ihnen gesagt, die Gegend war finster und ich hatte dort ein natürliches Bedürfnis zu erledigen. Angenommen, keiner von euch ist es gewesen, aber irgendetwas, die Schreie, ein Geräusch, müsst ihr doch gehört haben. Ich hörte die Sirenen und spürte einen Schlag auf die Nase, weil ich, wie Sie glaubten, auf der Flucht war. Dabei habe ich mich nach dem Schiss erhoben. Der Beweis liegt auf der Wiese, falls ihr ihn nicht zermatscht habt. Aber dieses Blut ist nicht von dem Schlag auf die Nase. Es ist Blut aus der Nase. Und aus der Nase kann es bis da unten tropfen? Also woher ist es? Irre ich mich oder ist es der freiwillig arbeitende Parkwächter vom Cat? Ist es das Lokal, in welches das ermordete Mädchen vor 5 Tagen gebracht wurde? Ja, exakt. Ein neues Verbrechen, genau zum Zeitpunkt, als ich bei Inspektor Edwards war. Es ist schockierend. In Gedanken war ich bei dir. Die Tatsache, dass du das Mädchen mitgenommen hast, hat mich aufgeregt. Zum Verrücktwerden. Liebes, ich bin Dr. Herbert Lintag. Ein wichtiger Mann, auch für die Polizei. Ich liebe dich ganz wahnsinnig und immer wahnsinniger. Herbert. Und wo entzündet man deine Liebe, sag Marcia? Du. Hier? Oder hier? Oh, verdammt! Wollten Sie öffnen? Ja. Ach, leck mich! Es waren genug Indizien, um ihn festzuhalten. Sicher, aber um weiterzumachen, brauche ich feste Beweise und keine Indizien. Diese Individuen, die wiederholen sich doch. Ich bin von einem grausamen Traum aufgewacht, Herbert. Inspektor Edwards, hier ist Herbert Lintag. Ich glaube, heute Nacht könnt ihr tatsächlich den Mörder fassen, den ihr sucht. Einer meiner Leute beschattet ihn Tag und Nacht. Wen? Diesen Parkwächter von Katz. Ach ja, aber ich habe einen instinktiven Verdacht metaphysischen Charakters. Ich glaube, dass ich den Moment und den Ort des nächsten Verbrechens lokalisiert habe. Wenn meine Vermutung stimmt, passiert es in einer Stunde. Am See. Im Park. Wirst du auch dort sein, Herbert? Ja. Ich will versuchen, ob die Chance einer Heilung besteht für dieses Individuum. Mit einer Untersuchung. Biochemischer, chromosomatischer Art und Weise. Ich weiß selbst noch nicht genau. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Lass mich nur machen. Herbert, überlass das doch bitte der Polizei.
Bleib du hier. Ich muss zu dieser Verabredung. Mach's ja, dieser Mann könnte auch eine Person umbringen, die er liebt. Und es wäre feige, sich von dieser Pflicht zu entbinden. Und wenn ich ihn in dieser Nacht zu einem Geständnis bringe, auf frischer Tat ertappt, lasse ich ihm keine Möglichkeit für einen Rückzug. Es scheint, als redest du von dir selbst, Herbert. Nein. Sagen wir, ich rede von einem lieben Freund, dem man ab und zu gewisse Freiheiten einräumt. Bleib bei mir, Herbert. Ich bin dein. Mach alles, was du willst mit mir, aber bleib hier. Was fängst du mit einem Mann an, der als Mann nichts taugt? Hier nochmal Inspektor Edwards. Ich will 4 Männer in 2 Zivilwagen. Bestätigt mir, wenn sich der Lockvogel in der bezeichneten Zone befindet. Du wirst die Basis bilden und hältst den Kontakt zu den Leuten. Als geht Rufsignal, klar. 3 Pfiffe wie ein Kreuzchen. Schau, Dr. Lintag, er gehört uns schon. Aha. Achtung, Eska! Achtung! Haben Sie jemand anders erwartet? Den Sie angesagt haben. Es tut mir leid, dass die Polizei gerade Sie ausgesucht hat. Sie sind noch zu jung. Ich habe keine Angst. Nur so ein komisches Gefühl. Aber Sie sind ja auch da. Da fühle ich mich ruhiger. Sie haben recht. Mit bekannten Leuten zusammenzuarbeiten ist leichter. Allein. Von dort ist der Schrei gekommen. Das
Das waren die Autos der Polizei. Hier ist niemand mehr. Lassen Sie mich nicht allein, Doktor. Da, schau! Stopp, Mann! Ich werde Sie nicht allein lassen. Die Angst hat in Ihren Augen ein kurioses Feuer entfacht. Dieser Schrei sitzt mir in den Adern und geht mir auf die Nerven. Sie können sich beruhigen. Sie werden sehen, Sie haben einen Beschützer, einen ganz außergewöhnlichen Beschützer. Doktor, der Chef will Sie dringend sprechen. Ich will nicht hier allein zurückbleiben. Dann kommen Sie mit. Ich weiß nichts, ich habe nichts gesehen. Ich kümmere mich um nichts und ich habe mich selbst gestellt. Nehmen Sie das zu Protokoll. Bitte auch noch von vorn und von oben. Ich erwarte Kollegen von der Spurensicherung. Sie sollen das Gelände durchsieben. Ich habe mich freiwillig gestellt, das möchte ich betonen. Ich hatte alles vorausgesehen, Gebiet und Stunde, aber es ist das zweite Mal, dass mir ein Detail entging, der Mörder. Selbst beim zweiten Mal, obwohl ich es wusste, habe ich es nicht geschafft. Irgendjemand hat es mir nicht gegönnt. Du, was hast du hier gemacht? Gerade in diesem Park musstest du sein! Warum ist das verboten? Ich habe sie nur beobachtet. Ich kann Ihnen sagen, wie viele Zigaretten sie geraucht hat. Ich kenne sie vom Cat. Sie ist hübsch, Inspektor. Sie ist hübsch und lebt. Die, der ich gefolgt bin, lebt. Glauben Sie mir das? Hör auf! Nehmen Sie das zu Protokoll. Wie oft denn noch sie lebt. Nur wo? Sie, Doktor, haben sonderbarerweise alles erahnt. Der Fehler, wenn man es Fehler nennen kann, ist 500 oder 600 Meter entfernt gewesen. Aber ich frage, wer hat Ihre Aufmerksamkeit angezogen? Haben Sie eine Person im Sinn, einen Namen? Vielleicht er. Vielleicht er, weil er eigenartigerweise jedes Mal anwesend ist. Aber eigenartigerweise sind Sie es auch immer, hm? Ist das nicht toll? Der Schlag ging total ins Wasser. Es scheint, als waren nur wir im Park. Und diese Unglückliche, die Tatwaffe, ist nicht existent. Nicht existent, nicht existent. Wenn einer durch einen Dolchstoß umgebracht wurde, existiert der Dolch. Woher weißt du, dass sie durch Dolchstöße getötet wurde, wenn du gekommen bist, als die Verletzungen des Opfers schon zugedeckt waren? Ein großes Geheimnis seiner imposanten Persönlichkeit. Hallo? Ja, Villa Lintag. Hier spricht Frau Marcia Lintag. Ich wollte mit Professor Lintag sprechen. Es ist sehr wichtig. Er ist im Moment nicht hier. Ich gebe Ihnen eine Telefonnummer. 983. Entschuldigen Sie, aber ich... Gnädige Frau, hören Sie. Sagen Sie ihm, dass ich im Park war. Ich habe etwas gesehen, schon gekannt und sofort wiedererkannt habe. Ich halte es für sehr interessant. Ich habe vorgezogen, es nicht vor der Polizei zu enthüllen. Ich möchte vorher mit Dr. Lintag darüber reden. Erst dann wende ich mich an die Polizei. Ich habe große Hochachtung vor Dr. Lintag. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich verstehe. Ich werde dafür sorgen, dass er Sie gleich anruft. Ich habe die absurde Überzeugung, Willi, dass dieser Parkwächter uns direkt zum Mörder führt. Also, ich hätte ihm am liebsten in die Schnauze geschlagen. Vielleicht hätte er dann ein bisschen gesungen. Aus einer intakten Schnauze kann man mehr erfahren. Und jetzt gehen wir etwas bei Fräulein Heidrich trinken. Jetzt, um diese Zeit, wäre es nicht mal angebracht zu schlafen? Du pennst mehr, als du solltest, Willi. Du hast nicht zufällig bemerkt, dass Fräulein Heidrich etwas aufgehoben hat, was sie vor uns verstecken wollte. Ja, wo denn? Nahe der Leiche des Opfers. Ich habe nicht eingegriffen, weil ich wissen wollte, bis zu welchem Punkt Fräulein Heidrich, eine Mitarbeiterin der Polizei, ein mögliches Indiz versteckt hält. Oder sogar die Tatwaffe. Es ist ja unglaublich. Unglaublich ist nicht die Tatsache, was sie versteckt hält, sondern warum sie es versteckt hält. Ja, wie eine offene Bar, Chef. Es würde unsere Mission nicht gerade verraten, wenn wir wenigstens einen Kaffee trinken. Gute Idee. Ah! 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 Ah!
Alles ist auf. Fräulein Heidrich! Hallo? Nein, ich bin nicht Fräulein Heidrich. Sie hatte mich angerufen. Ich bin Dr. Lintag. Sie sagte, es sei dringend. Da war plötzlich das Gespräch unterbrochen. Wir haben hier alles frei und offen vorgefunden. Nur von der Heidrich keine Spur. Wir halten Sie auf dem Laufenden, Herr Doktor. Das Wasser ist noch warm. Sie hat gebadet und ist ausgegangen. Und lässt alles offen? Wenn der Herr kommen wollen, der Tee ist serviert. Ich liebe dich, Herbert. Ich dachte, du schläfst, mein Schatz. Diese Handschuhe, Willi, fangen langsam an zu erzählen. Da sind auch einige Haare und Blutflecke. Wenn alles analysiert ist, ergibt sich bestimmt eine Verbindung zum Mord an der Heidrich. Der Mörder plante den perfekten Mord. Die offenen Türen sollten einen leichten Luftzug bewirken. Und es hätte ein schwacher Druck auf das Fenster genügt, um die Leiche aus dem Gleichgewicht zu bringen und vorne überkippen zu lassen. Aber warum hat er sie nicht direkt runtergeworfen? Ein Körper, der aus dem 8. Stock fällt, macht Lärm. Er könnte Aufmerksamkeit erwecken, besonders nachts. Und ein Mörder braucht für seinen Rückzug Ruhe. Und das hat er gut bedacht. Die einzige Fehlkalkulation bei ihm war, dass der Luftzug die Badezimmertür geschlossen hat, bevor er sich auf das Fenster auswirken konnte. Was dabei mysteriös bleibt, ist, was der Mörder bei der Heidrich gesucht hat. Es kann sich dabei nur um die Sache handeln, die sie aufgehoben hat. Vor allem, warum sie sie aufgehoben hat und dann versteckt hat. Könnten es diese Handschuhe sein? Ziemlich unwahrscheinlich. Ein Mörder verliert keine Zeit, sich die Handschuhe vor seinem Opfer auszuziehen. Die Handschuhe könnten vielmehr die sein, die der Mörder der Heidrich trug. Schau, Willi. Tag, Chef. Hallo, Richard. Der Parkwächter? Ja, nachdem er unser Büro verlassen hat, ist er direkt nach Hause gelaufen. Er hatte es sehr eilig. Er spurtete richtig. Hast du die Handschuhe gefunden, als du ihm folgtest? Nein, wenigstens 3 Stunden, nachdem der Parkwächter schon hier war. So gegen 2:30. Dort an der Kreuzung habe ich sie aufgehoben. Fräulein Heidrich starb zwischen dem Telefonat mit Frau Lintag und unserer Ankunft. Also ungefähr vor 2 Stunden. Also etwa zur gleichen Zeit, wie du die Handschuhe fandest. Das Haus der Heidrich ist nicht weit von hier. Also gehen wir und plaudern etwas mit dem Parkwächter. Ich bin mir fast sicher, dass wir interessante Sachen finden. Jedenfalls wollte sich mit diesen Handschuhen irgendjemand einen Scherz mit uns erlauben. Es scheint doch, als seien sie zum Mord an der Heidrich benutzt worden. Sind sie auch. Und vielleicht kann uns der Parkwächter weiterhelfen. Es ist unmöglich, dass er nichts hört. Aufbrechen! Das Bett ist unberührt.
Der Vogel ist nicht im Nest, aber es gibt einen anderen Weg, über die Terrasse. Spring über die Mauer, Richard. Wir gehen dahin zurück, von wo wir gekommen sind. Da lang findest du sicher einen anderen Weg. Wir sehen uns unten. Bis bald. Und? Hat uns gelingt, Chef. Es gibt einen Ausgang auf die andere Straße. Geh hoch, warte da und bring ihn mir in Handschellen. Ich dummer Hund, so eine Scheiße, ich sitze in der Falle. Die Haare und Blutflecken gehören zu dem ermordeten Mädchen am Meer. Dieselbe, die Dr. Lintag in seinem Wagen zum Ketten mitgenommen hat, verstehen Sie? Und der Parkwächter vom Cat ist spurlos verschwunden. Guten Abend, Frau Lintag. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Entschuldigung für die seltsame Verabredung, aber ich wollte die Neugier der Presse fernhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Inspektor. Sie, gnädige Frau, haben als letzte Person telefoniert mit Fräulein Heidrich. Und zwar über ein diskretes, delikates Thema.
Meine Verehrung, gnädige Frau. Und vielen Dank. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, die Herren. Ich studiere die psychologischen Beziehungen zwischen Schülern und Lehrer. Die Vertrautheit, die ich damit erlangt habe, gibt mir die Möglichkeit, die Probleme von euch Jungen besser zu verstehen und die Gültigkeit eurer Aussagen in das rechte Licht zu rücken. Einen Moment. Ich habe verstanden. Ich höre. Oh, guten Morgen, Inspektor Edwards. Ich bin's, der Kartoffel. Ich habe die Tatwaffe in der Tasche. Von mindestens zwei Toten. Weil mit dieser Waffe auch Fräulein Heydrich umgebracht wurde. Ja, ich habe sie. Ja, ich habe sie gefunden, wo es niemand glaubt, dass sie ist, außer mir. Weil ich was geahnt habe. Und schließlich hat sich doch die ganze Sache bestätigt. Ich ziehe es hinaus, findet heraus, von wo er spricht. Ja, ja, ich höre. Ich frage nicht einmal, wo du bist, weil ich dir vertraue. Drum ließ ich dich zweimal laufen. Ich bin's, der Kartoffel, der euch nicht vertraut. Deshalb habe ich euch auch nicht erzählt, dass das ermordete Mädchen in der Telefonzelle meine Freundin war, die arme Louisette. Ach, ihr hättet mich doch glatt ein Jahr eingelocht bis zur Aufklärung, etc., etc. Aber ich habe etwas gesehen. Wenn ich es jetzt sage, dann glaubt ihr es mir nicht. Ich brauche noch eine Kleinigkeit. Scheiß Fliege, gleich stirbst du. Hallo? Nein, ich sprach mit einer Fliege, die noch lebt. Ihr müsst mir noch einige Stunden Kredit geben. Ich habe meine Nase in einen Gasgestank gesteckt. Etwas Geduld und ich bringe euch mit dem Mörder zusammen. Ihr werdet ganz schöne Augen machen. Es ist eine Überraschung. Ihr werdet staunen, wen ich euch da anschleppe. Scheiß Fliege, ja. Ja, du elendes Luder, du, weg mit dir. Hallo? 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 Unterbrochen. Hallo? 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 Zum Kotzen. Hallo? Nein, die Schule ist direkt dort am See. Ich komme, um dich abzuholen, heute oder morgen Abend. Notiere inzwischen alles, was dir für die Aussage wichtig erscheint. Frag auch deine Freunde. Ohne sie wissen zu lassen, dass mir ihre Antworten für eine Untersuchung dienen. Sie wären sonst weniger wahr. Die Aufgabe begeistert mich. Sie werden sehen, dass ich sehr gut bin.
diesen Abend und immer hier. So wird uns niemand sehen. Ciao. Ciao, Florence. Ich würde es dir etwas angenehmer machen. Aber ich muss dich so liegen lassen. Die Polizei muss dich so finden, wie man dich zurückgelassen hat. Ich wette, dass du mich nicht hörst. Sie haben dich ganz schön unter Morphium gesetzt. Aber wir werden diesen Gangstern eine nette Überraschung bereiten. Statt eines Toten werden sie zwei Lebende finden, auch wenn sie uns eingesperrt haben. Ich habe schon 7-mal nachgefragt. Schauen Sie, von wo er telefoniert hat, Inspektor. Ist das möglich? Marcia! Marcia! Marcia, warte bitte, du musst sofort kommen. Warum? Komm bitte mit. Es ist ein Mann im Haus. Ich habe ihn im Keller eingesperrt. Ich suche dich. Wer immer es sei, ich will nicht riskieren, ihn umzubringen. Es ist besser, sie zu entladen. Es tut mir leid für Sie, Doktor, aber sie lebt. Hände hoch oder ich schieße! Nicht schießen, Doktor. Ich habe die Hände oben. Und jetzt sind Sie still und hören mir zu. Nein, ich biete dir das Du an. Sei still und hör zu! Wir tauschen die Rollen. Ich spiele den Doktor und du das Schwein, weil du ein Schwein bist. Und weißt du, was der Doktor sagt, Dr. Brackwächter? Du hast das Mädchen aus dem Kit umgebracht. Ich habe dich mit dem Auto vorbeifahren sehen, aber es ist nicht wahr, dass du angehalten hast. Und wenn du eine Lüge erzählt hast, dann heißt das, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Und warum hast du ein schlechtes Gewissen? Beweg dich nicht, du könntest dir wehtun an deinem Hals, den du bei Frauen so liebst. Weißt du, wann ich alles kapiert habe? Als du das Mädchen in der Telefonzelle kalt gemacht hast. Sie war mein Mädchen und du kanntest sie. Erinnerst du dich? Ich war bei der Polizei, als Louisette getötet wurde. Siehst du, du erinnerst dich sogar an ihren Namen. Und warum hast du das nicht der Polizei gesagt? Du wolltest, dass ich sitze. Aber die Polizei ließ mich frei und ich folgte dir Schritt für Schritt. Ich habe dir die Haare gezählt. Ihr wolltet sie umbringen. Aber das ist euch nicht gelungen. Ah!
Das Haus ist umstellt! Aufwachen, Kartoffel! Komm raus! Hilfe! Inspektor, ein Überfall! Lebend oder tot, holt ihn aus und nehmt ihn fest! Inspektor, es ist ein Glück, dass Sie gekommen sind. Aber wieso ist er hier? Er hat sich unserer Kontrolle entzogen. Er hat mich angerufen. Er wollte einen Scherz am Telefon machen. Dann hat er unterbrochen. Wir konnten das Telefon lokalisieren. Er hielt Laurel gefangen. Dieser Zettel hat mich direkt in den Keller geführt. Kompliment, Fräulein. Sie haben mit ausgesprochen kaltem Blut gehandelt. Ich habe jetzt die telefonische Bestätigung. Der Parkwächter ist tot. Er scheint sich das Genick gebrochen zu haben, als er auf der Flucht ausrutschte und stürzte. Dr. Lintag, rufen Sie mich bitte an, wenn Sie sich beruhigt haben und zu einem Gespräch in der Lage sind und Ihre Angestellte in der Verfassung befragt zu werden. Dies haben wir in der Tasche des Parkwächters gefunden. Nun, Dr. Lintag, erkennen Sie es? Ja, ich erkenne es. Es war immer in meinem Schreibtisch. Es schenkte mir mal Fräulein Heidrich nach dem Kursende für Psychologie, den sie bei der Polizei besuchte. Sie erinnern sich? Inspektor, stimmt doch. Ich erinnere mich in der Tat. Einer hat, um diesen Dolch wiederzuhaben, die Heidrich umgebracht. Wenn nicht die Befunde getäuscht haben, traf dieser Dolch auch das Mädchen am Telefon und die Dirne im Park. Das könnte natürlich ebenso die Anwesenheit des Parkwächters in meiner Villa verständlich machen. Er hat diese Waffe gestohlen und dann, um sie loszuwerden, hat er den simpelsten Weg gewählt und sie in mein Haus zurückgebracht. Und daraus schließe ich? Und daraus schließen wir, dass die Heidrich diese Waffe aufgehoben hat, die ihm entfallen war und er sie kalt gemacht hat, um den Dolch wiederzuhaben. Ja, weil ich in der Nacht, in der die Heidrich den Tod fand, den Parkwächter heimschickte und wir und Dr. Lintag noch ein paar Stunden zur Lösung des Problems zusammenleben, gerade in dieser Zeit ist der Mord passiert. Also, Willi, das ist die Lösung. Schade, dass er tot ist. Sein Geständnis wäre mir jetzt eine Genugtuung. Aber der Parkwächter war im Park beobachtet worden von Richard. So wie er die Augen offen hatte, als Kartoffel in sein Haus zurückschlich. Das ist keine Garantie. Und dann im Park. Im Dunkeln läuft man leicht Gefahr, sich aus den Augen zu verlieren. Wir waren viele in dieser Nacht. Jetzt aber entwickelt sich alles zur perfekten Klarheit. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber es konzentriert sich alles auf den richtigen Punkt. Ich bin verwirrt, Joaquin. Wegen mir, wegen Herbert. Ich habe Angst um uns alle, auch um Laurel. Was haben Sie ihr getan? Meine Nerven sind in Stücke. Ich habe Angst vor dem, was Laurel sagen könnte, wenn sie aufwacht. Sie wird sagen, ich bin glücklich zu leben. Ich habe Angst vor Herbert. Es ist verwunderlich, aber mit seiner Einfühlsamkeit versteht er all unsere Probleme. Er ist wie einer von uns. Entschuldige. Aber ich habe plötzlich furchtbare Kopfschmerzen. Ich brauche Luft. Florence. Oh, ich verstehe. Ich soll ja nicht so viel reden.
enorme Stille. Man hört nicht mal die Grillen. Meiner Mama würde es hier sehr gut gefallen. Sie sagt immer, dass sie vom Lärm verfolgt wird. Entferne dich. Geh. Florence, geh weit weg. Aber ich... Geh weg, du... Geh weg. Florence! Florence! Lauf schon! Bitte? 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 Keiner dran. Es war wahrscheinlich eine Fehlverbindung. Das kommt manchmal vor. Vielleicht war ihm meine Stimme unsympathisch. Geh du ran. Bitte? Bitte! 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 Da macht sich einer einen Scherz. Bitte? Wer macht das Licht aus? Joaquin, mach Licht an! Komm schnell! Nein! Da! Jetzt ist sie wach. Jetzt ist sie wach. Was ist da? Was passiert hier? Ah! Nein! Oh! Marcia! Marcia! Nein! Oh! Wer seid ihr? Oh! 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 Wer seid ihr? Wer sind Sie? Nein! Nein! Wer schreit da? 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 Oh! 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 Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Marcia! Wahnsinn! Wahnsinn! Oh, wer ist es? Wer ist es? Ich sterbe! Marcia! Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich weiß es nicht. Oh! Ich werde wahnsinnig. Ein Bandgerät. Es scheint, es freut euch nicht, mich zu sehen. Nein, nein, Herbert, was sagst du? Entschuldige, es war ein verrückter Tag. Ist Laurel aufgewacht? Ja, ja. Sie wird uns diesen verrückten Tag erklären können. Ich habe Angst, wenn sie redet. Laurel ist absolut nicht wichtig.
Gut, dann fangen wir mit dem Unwichtigen an. Ich hab so Angst. Marcia! Was ist, Herbert? Marcia, Laurel ist nicht da. Wo ist sie? Nein! 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 Marcia! 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 Hilf mir! Marcia! Nein! Marcia, bitte beruhige dich! Marcia, beruhige dich! Marcia. Marcia! Marcia! Wo ist sie? Schließ alle Türen, Herbert. Lass niemanden rein. Schließ die Fenster. Es ist das Ende. Es ist das Ende. Marcia, ich verstehe nicht, warum. Warum, Marcia? Nein! Marcia! Lass mich nicht allein, Herbert. Veranlasse, dass jeder, der rauskommt, verfolgt wird. Und keiner ins Haus kommt. Sofort. Geht klar. Es tut mir für Sie leid, Chef. Aber die Taten sind schwerer als unsere Gefühle. Ich antworte. Also ich, du nicht, nein, ich. Bitte? Bitte? Es ist mir egal, ob du bei der Polizei bist, wo du auch bist, ich will nicht mit dir reden. Sie hat von der Polizei aus angerufen. Die Polizei hat sie von hier entführt. Die Polizei hat sie... Besser, ja, besser so. Das wird ein neuer Anklagepunkt gegen den Parkwächter. Ja, sicher besser so. Möglich. Thank you.
Marcia! 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 Nein! Marcia, warum? Marcia! Lass mich! Lass mich! Warum? Warum? Marcia! Marcia! Warum? Weil sie es war, die Laurent im Keller eingeschlossen hat. Sie war es, die sie mit Morphium betäubt hat und mit Gas umbringen wollte. Du, Marcia, du. Marcia, warum? Warum? Nein, Joaquin. Nein, Joaquin, Herbert hätte es nicht wissen dürfen. Er hätte es niemals erfahren sollen. Irre, es weiß die Polizei und es wissen alle. Aber Herbert nicht. Herbert durfte es nicht wissen. Ich tat alles für ihn. Er durfte es nicht wissen. Ich wollte nicht, dass er es weiß. Dr. Lieber wollte ich sterben, als dass er es weiß. Dr. Lintag, öffnen Sie uns! Ah, Inspektor Edwards! Öffnen Sie schnell! Ja, Inspektor, 2 Minuten und ich bin unten. Danke, Doktor. Ich wusste, dass ich mit Ihrer Mitarbeit rechnen konnte. Mit der Polizei, mein Freund Edwards. Und mit den anderen. Weißt du, Laurel hat alles gesagt, was sie weiß. Sie werden nur dich festnehmen. Herbert wird frei sein und du wirst ihn nie wiedersehen. Ich habe dich bis zum Wahnsinn geliebt, immer. Aber du wolltest Herbert nicht betrügen, obwohl Onkel Herbert dich ständig betrogen hat. Er übergibt dich der Polizei, um frei zu bleiben. Ich würde lieber mit dir sterben, als von dir getrennt zu werden. Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand mir die Möglichkeit nehmen kann, dich nicht mehr zu sehen. Herbert hingegen liefert dich der Polizei aus, um sich selbst von jedem Verdacht zu befreien. Und er wird über deine Liebe lachen, weil er ein sadistischer Irrer ist. Nein! Er ist kein Irrer und Krimineller! Nein! Herbert übergibt dich der Polizei und du hast nicht die Kraft, ihm deine Verachtung für ihn ins Gesicht zu schmeißen. Du hast gemordet und ich war deine Komplizin. Herbert! 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 Ich habe für dich gemordet. Louisette im Park am See. Und dann die Heidreich, um jeden Verdacht von dir fernzuhalten später. Um zu vermeiden, dass du dich der Polizei stellst, weil ich verstanden habe, was du machen wolltest. Ich wäre gestorben, wenn ich dich verloren hätte. Ich wollte dich nie verlieren. Ich wollte dich nicht verlieren. Oh. Und Laurel weiß alles? Weiß sie, was du getan hast? Ja, sie hat es vermutet. Später hat sie es gewusst. Dann hat sie meine blutbefleckten Kleider gesehen. Den Dolch von der Heidreich. Nein! Nein! Marcia, du wolltest dein Leben wegwerfen. Ich kann nicht für deine Verbrechen bürgen und sie nie als Opfer akzeptieren. Ich bin Dr. Herbert Lintag. Ich habe immer das Verbrechen bekämpft. Du bist ein Feigling! Ein bestialischer Feigling! Du Feigling! Du Feigling! Nein! Feigling! Nein! Feigling! Feigling! Fahr! Nein! Nein!
Schweig! Du kannst ihre Liebe nicht verhöhnen! Feigling! Lass ihn! Lass ihn! Und doch! Nein! Herbert! Herbert! Beweg dich und mach auf! Ich suche einen zweiten Eingang. Herbert! Lass ihn! Du Feigling! Du Verbrecher! Verbrecher! Sadist! Feigling! Feigling! Nein! Feigling! Jetzt bist du dran, meine Liebe. Schau nur an, was ich mit deinem schönen Hälschen mache. Nein! Bald bist du erlöst, dass du mir Herbert tust. Nein! Nein! Professor! Nein, ich lass dich nicht leben. Sie werden dich niemals lieben. Herbert! Herbert! Die Polizei wird dich nicht kriegen. Sie werden dich nicht wegbringen. Nein, niemals. 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 Herbert! Inspektor! Edward! Folgen Sie dem Kartoffelinspektor. Inspektor, da kommt man nicht durch. Kommen Sie mit mir. Professor! Nur ihn werden Sie mitnehmen. Er ist der sadistische Irre. Ihn, ihn, den perversen Mörder. Marcia. Helft mir! Es kommt alles in Ordnung, Captain. Er ist tot. Name: Herbert Lintag. Rang: Captain. Erkennungsnummer: 88, 76, 30, 25. Alter: 34. Größe: 1,88 Meter.